Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zum Test des neuen Dunlop Sportsmart TT, wie unschwer zu erkennen ist, hier am Circuito Monte Blanco, nahe der Stadt Sevilla. Oft war ich noch nicht hier, ich glaube zweimal bei einem anderen Reifentest und bei einer Buell-Präsentation, das ist wirklich lange her. Heute testen wir den Reifen und zwar handelt es sich beim Sportsmart TT um einen 50-50-Reifen. 50% Straße, 50% Rennstrecke. Und TT heißt in dem Fall nicht Tourist Trophy, sondern Track Technology. Dieser Circuito Monte Blanco erinnert mich ein bisschen an eine Stierkampfarena, aber anstatt auf Stieren werden wir heute natürlich auf verschiedenen Motorrädern reiten. Andererseits reitet man ja gar nicht auf Stieren in einer Stierkampfarena, aber das ist ein anderes Thema. Und ihr werdet vielleicht genauso überrascht sein wie ich. Die ersten Motorräder, die hier stehen, sind Boxer, R1200R, dann haben wir hier eine R90 Racer, dann haben wir eine R1200 RS, also richtige Straßenmotorräder. Da haben wir aber dieses 50% Straße. Weiter geht es aber dann natürlich mit Supersportlern, mit Superbikes, 200 PS Klasse. Die muss natürlich sein, da wird der Reifen dann zeigen können, was er kann. Und was wir hier jetzt nicht sehen, eine Riesenüberraschung für mich, hier stehen auch Kawasaki Ninja 400. Ich glaube, da gibt es gar keine offizielle Präsentation. 45 PS Motorräder, sehr erfreulich. Den Reifen gibt es deshalb natürlich auch in diesen Dimensionen. Und Dunlop selber hat gemeint, dass die Ninja 400 mit dem 140er Hinterreifen, also den noch schmäleren, schneller war als mit dem 150er. Und das liegt daran, dass die einfach nicht genug Kraft hat. Das Motorrad ist nicht stark genug, dass die jetzt dieses Mehr an Grip umsetzen kann in bessere Rundenzeiten. Da bin ich echt gespannt, wie sich das Ding fährt. Und auch dazu wird es eben noch ein Video geben. Schaut euch das auch an. Aber jetzt einmal zum Dunlop Sportsmart TT hier in Monte Blanco. Jetzt geht es gleich los. Es ist noch ein bisschen frisch, aber es ist sonnig. Ich glaube, wir haben angeblich den ersten wirklich trockenen Tag und den wollen wir jetzt nutzen. So, ich muss mich jetzt noch ein bisschen aufwärmen in der Sonne. Der Reifen muss das angeblich nicht. Gestern hat man uns wortwörtlich gesagt, 4 Kurven und dann kann man so richtig umlegen. Ich glaube, dafür sind die Temperaturen ein bisschen zu niedrig. Wir starten jetzt mit den Roadstern. Das sind jetzt 3 verschiedene Boxermodelle von BMW. Man will uns damit nicht zeigen, dass man mit den Boxern auch auf der Rennstrecke fahren kann, sondern man will quasi das Straßenfahren simulieren. Wir fahren da auch in Gruppen, wir fahren nicht allzu schnell. Oft hat man so einen Asphalt sicher nicht auf der Straße, aber ich verstehe ungefähr, was sie damit wollen. Das erspart uns dann auch, dass wir hier irgendwie in der Gegend herumfahren müssen und rein auf der Rennstrecke bleiben können. Danach folgt ein Turn Superbike, dann wieder Roadster, dann wieder Superbike und dann geht es auf die kleinen Ninja-Modelle. Da bin ich besonders gespannt. 2 Minuten sehe ich da gerade vom Dunlop-Mann. Ich werde mich jetzt anziehen und dann geht's los. So, jetzt bin ich 2 Turns mit dem Boxer gefahren. Da liegt es natürlich auch wieder an der Schräglagenfreiheit, wie man sieht. Also diese Angstnippel, wie man sie nennt, glaube ich, sind schon schwer abgearbeitet. Hin und wieder hat man sogar das Gefühl, dass man vielleicht mit dem Zylinder streift, aber es ist noch nicht passiert. Ich glaube, das hat noch niemand geschafft. Das haben wir aber schon geschafft. Also dieser Bugspitz da unten sehe ich, der war schon am Boden bei diesen Schlägen, wenn das dann eintaucht ein bisschen.
Aber ansonsten ein geiles Gefühl. Und da merkt man, dass so ein sportlicher Reifen auch ein Motorrad sportlicher macht. Und wie gesagt, die Grenzen sind dann eher an der Geometrie. Und jetzt geht es aber endlich auf die Superbikes. Und ich glaube, da werde ich mal die R1 nehmen. Die kenne ich am besten. Fireblade bin ich noch gar nicht gefahren. Und die BMW liegt mir nicht so, die S1000 RR. Also R1 oder R1M. Ganz vergessen, wie anstrengend 200 PS sein können auf der großen Strecke. Jetzt geht's auf die kleine Strecke mit kleineren Fahrzeugen, nämlich mit der Ninja 400, 45 PS. Da geht's dann ganz schwer natürlich ums Handling, ums vorsichtige Bremsen und um die Linie. Und es geht auch dann immer ums Matchen. Das ist einfach so, wenn man einfach näher dran bleibt. Bin echt gespannt, wie sich der Reifen jetzt tut. Hinten 150 oder 140 möglich bei diesen kleinen Bikes, bei der 300er Klasse nennen sie es, das ist ja eigentlich schon eine 400er, 399 Kubik. Bin echt gespannt, wie das läuft. Mittagspause, es schaut keiner. Sehe ich schon was? Mahlzeit. Wir haben eh so viele. Lauf, Reifen, lauf! Zur Mama. So, da haben wir jetzt ein frisches Paar vom Dunlop Sportsmart TT. Ich muss mir das echt immer wieder vorsagen, weil vorher habe ich schon wieder gesagt Sportmax. Die Reifenbezeichnungen sehr verwirrend von Dunlop, deswegen habe ich hier auch mein kleines Zettelchen, da werde ich gleich ablesen, wo der Sportsmart TT einzureihen ist. Aber schauen wir uns mal das Profil an. Ganz wichtig natürlich beim Supersport, vielleicht von der Seite, wo die Sonne drauf scheint, ist natürlich immer wieder das Profil. Also da gibt es manche Profile, wo ich mir denke, das schaut nicht scharf genug aus. Ja, wir reden hier da von 200 PS Motorrädern und nicht nur, also auch die Roadster, auch die 300er Klasse wird bedient, aber im Grunde muss es ein bisschen ein scharfes Profil haben, ein aggressives, und das ist hier auf jeden Fall gelungen. Was der Vorderreifen aber besonders auch ist, ist aerodynamisch optimiert, damit der Temperaturhaushalt des Reifens verbessert wird. Man glaubt ja nicht, wie stark diese Reifen auskühlen auf der Startziel. Das ist ein Wahnsinn, dann haben wir mal so Wärmebildaufnahmen gesehen. Der wird sofort, ich glaube mit Blau wird das irgendwie angezeigt als Farbe, Rot ist dann heiß. Und kurz auf die Gerade aufziehen und das wird komplett blau, das ist Wahnsinn. Im Gegenzug natürlich dann in der Schräglage wird der Reifen sofort auf einer sehr relativ kleinen Auflagefläche sehr heiß. Und diese aerodynamische Optimierung führt anscheinend dazu, dass dieser Temperaturhaushalt stabiler bleibt. Dimensionen gibt es 11 insgesamt. Ich habe es schon erwähnt, von der 300er Klasse, von 140ern, 150ern Hinterreifen bis zum natürlich 200er. Wir haben hier einen 190-55er, der ist eigentlich, glaube ich, auch auf den meisten großen Bikes montiert. Was es nicht gibt, ist der 190-50er. Da passt das Handling einfach nicht so gut zusammen. Und diese Dimension ist dem Reifen vorbehalten, der unter dem Sportsmart TT liegt. Und ich muss das jetzt leider ablesen, ich merke mir diese Bezeichnungen einfach nicht. Nur damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Also es beginnt beim Sportsmart 2 Max, das ist also
ich sage einmal, für den jährlichen Ausflug auf die Rennstrecke. Das ist für Leute, die zu 90% auf der Straße fahren und vielleicht einmal irgendeinen Track Day in Anspruch nehmen, beispielsweise bei Honda, Honda Speed Weekends. Ich weiß jetzt nicht genau, was da in Deutschland und so gibt oder in der Schweiz. In der Schweiz gibt es wahrscheinlich gar nichts, weil ihr habt keine Rennstrecken. Auf jeden Fall steht dann der Sportsmart TT direkt darüber. Das ist also laut Dunlop ein 50-50-Reifen. 50% Straße, 50% Rennstrecke. Ich gehe mal davon aus, das ist für Leute, die so 4-5 Mal auf der Rennstrecke fahren, also schon ein bisschen für die motivierteren, die alle aber keinen Reifenwärmer verwenden wollen oder brauchen, sich keinen leisten wollen und die sich auch nicht so intensiv mit dem Fahrwerk beschäftigen wollen. Man muss sich auch immer die Frage stellen, brauche ich das, will ich das, will ich mich wirklich mit dem Reifen, mit dem Fahrwerk und allem beschäftigen, will ich das abstimmen, will ich Reifenwärmer haben, die muss ich natürlich immer eine Stunde vorher dann drauf und da muss ich immer aufpassen, dass der Reifen nicht so stark auskühlt. Also mit so Profi-Reifen geht immer sehr viel Beschäftigung und vielleicht auch Know-how einher und das will nicht jeder. Also ich bin einer, der da ziemlich unkompliziert an die Sache rangeht. Ich würde mir also wahrscheinlich eher diesen Sportsmart TT aufziehen. Dunlop hat gemeint, nach ein paar Kurven passt das, da hat man den Grip und das ist genau meins. Also ich möchte nicht eine, zwei Runden da aufwärmen, sondern ich möchte nach, sagen wir mal, nach einer halben Runde vorsichtig, je nach Temperatur, möchte ich dann schon ans Gas gehen. Über dem Sportsmart TT steht dann der GP Racer D212. Das ist schon für Hobbyracer, also es ist schon die motiviertere Liga. Das würde ich nie mehr empfehlen, wenn man da eigentlich meistens auf der Hausstrecke oder so unterwegs ist und nur gelegentlich auf die Rennstrecke flüchtet. Da sollte man schon ein bisschen engagierter sein. Also wie gesagt, da sollte man sich ein bisschen damit beschäftigen, sollte man gut ausgestattet sein, vielleicht auch ein bisschen was über das Fahrwerk wissen. Und darüber steht dann noch der D213 GP Pro. Wieder eine andere Reihenfolge beim Namen. Das ist eigentlich ein Profireifen. Also ich kenne natürlich Freunde, Kollegen, die gerne den besten Slick fahren und den sportlichsten Reifen und den schärfsten und den teuersten und was auch immer. Und die den aber dann nicht so nutzen, wie man den nutzen sollte. Es bleibt natürlich jedem überlassen. Ich finde es auch völlig okay, wenn sich irgendwer ein 50.000 Euro Motorrad kauft und dann fährt er 2,15er Bonnoring oder so. Das ist voll okay. Aber es macht dir das Leben eigentlich schwerer, als man das haben möchte. Was mich überrascht hat, ein bisschen zur Marktlage. Ich habe mir gedacht, dass vielleicht die Sporttouring-Reifen schon langsam richtig anfahren, dass die zunehmen, dass viele Leute schon langsam unter Anführungszeichen begreifen, dass man auf der Straße nicht unbedingt den Hypersportreifen braucht, sondern mit einem Sporttouring-Reifen ein bisschen besser bedient ist, was die Nasshaftung betrifft, die Laufleistung. Aber der Markt, ich sage einmal, ist stabil, ich möchte nicht sagen stagniert, sondern er ist einfach stabil. Und der Hypersport, Supersport, Reifenmarkt, der zieht an, der geht nach oben. Und genau deswegen bringt eben unter anderem Dunlop solche Reifen und mehrere Reifen, wirklich diese Abstufungen, die ich gerade genannt habe, von Hobbyfahrer bis Profi, weil trotzdem die Leute sowas auf einem 200 PS Motorrad haben wollen und nicht irgendeinen Sporttouring-Reifen, der wie gesagt auch vom Profil nicht ganz so cool ist. Beim Hinterreifen habe ich drei Laufflächen, zwei Mischungen und das Ganze ist verteilt 40, 20, 40. Also das ist ein echt schmaler Mittelstreifen, der natürlich härter ist, der für mehr Laufleistung sorgen soll. Und da hat Dunlop gemeint, naja, wer einfach auf die Rennstrecke mit dem Motorrad fährt, dann den ganzen Tag Trackday und dann wieder nach Hause, für den ist es natürlich sinnvoll, dass das in der Mitte nicht so stark abreibt. Insgesamt hat Dunlop diese Mischung auch so verändert, dass die Abriebfestigkeit besser sein soll und das soll dann im Grunde für mehr Laufleistung sorgen. Die Mischungen sind übrigens Silica-free. Silica hört man immer wieder bei der Nasshaftung, 100% Silica und so. Silica hat aber ein Riesenproblem mit Hitze. Also wenn die Temperaturen dann steigen, da haben wir ungefähr ein Fenster von, wo der Reifen perfekt funktioniert, 70, 90 Grad. Und da wird es für Silica ganz schwer. Das hat man uns gesagt, deswegen hat man dieses Silica einfach weggelassen. Aber was vielleicht auch interessant ist, schauen wir uns mal die benutzten Reifen hinten an. Da gibt es nämlich einen Riesenstapel mit Reifen, die unterschiedlich lange gelaufen sind auf den Motorrädern. Das interessiert mich jetzt ziemlich. Da steckt schon bald mehr Technik drin als in den 1000er Superbikes. Da muss man sich schon richtig einlesen. Und obwohl die Präsentation eine Stunde gedauert hat, gibt es noch, glaube ich, sehr, sehr viel zu sagen, vor allem irgendwie auf chemischer Basis. Und das ist mir alles schon dann ab einem gewissen Punkt zu hoch. Aber hier sehen wir die Reifen und ich schätze mal, gehe ganz stark davon aus, dass das die
gefahrenen Runden sind, 12, 23, sind wir da unten, 35. Wir sehen auch diese blaue Verfärbung. Das passiert eben, wenn man auf der Rennstrecke bei hohen Temperaturen unterwegs war und dann steht das Motorrad oder in dem Fall liegen die Reifen. Und dann verfärben sie sich blau, fühlen sich auch ganz anders an dann als der frische Reifen. Wir haben übrigens, und das sieht man, diese Entec RT-Konstruktion. Der Reifen ist echt steif, richtig steif. Dadurch kann man auf der Rennstrecke fahren 1,5 bis 1,9 vom Reifendruck. Also 1,7 ist dann genau die goldene Mitte kalt. Und das mag ich. Ich mag, dass da sehr viel Feedback kommt, dass der Reifen stabil ist. Er walkt nicht, er schmiert nicht, er bewegt sich nicht, sondern er ist richtig steif. Und sogar so Motorräder wie die Boxer R1200R bin ich eben gefahren, fühlen sich dann richtig sportlich an und man kriegt viel mehr von der Straße zurück, als das Motorrad eigentlich für sich zurückgibt, weil dann natürlich sehr viel auf Komfort geschaut wird. Das sind richtig komfortable Motorräder, die plötzlich wesentlich sportlicher werden, und zwar so sportlich, dass man dann eben an die konstruktiven Grenzen stößt. Also dass man ihre Schräglagen fährt, für die das Motorrad eigentlich gar nicht gemacht ist. Das ist wirklich bemerkenswert, und ich weiß, ihr könnt ja unterschiedliche Reifen einmal angreifen. Da gibt es manche, da kann man wirklich einen Daumen drin vergraben, und das ist hier schwerlich möglich. Also ich kann es nicht mehr. Auch eine sehr interessante, für mich überraschende Info, weil ich mir immer denke, ja, die Reifen bauen ja dann auf einem anderen Reifen auf. Die Entwicklung geht einfach sukzessive weiter. Es sind Evolutionen. Nein, die Entwicklung dieses Reifens dauerte angeblich 2 Jahre. 2 bis 2,5, also 2,5 das Projekt dann mit diesen ganzen Tests. Das ist irre. Also das ist eine Zeitspanne, da sehe ich eher eine Motorradentwicklung oder so. Ich glaube, die dauert noch einmal so lang. Also 2 Jahre in so einen Gummi stecken, das hat mich echt überrascht. Ich muss aber sagen, man merkt es auch. Also was die Reifen können, und wie gesagt, wir haben keine Reifenwärmer. Wir haben verschiedenste Motorräder von 45 PS in der Ninja 400 bis 200 PS oder mehr. Yamaha R1M und Co. Und mit dem muss der Reifen zurechtkommen, verschiedene Dimensionen, es muss alles funktionieren. Also irre, irre Entwicklungsaufwand. Und es ist schön, dass man sich da wirklich drauf verlassen kann, muss ich sagen. Fehler passieren leider, aber meistens von Menschen, wie wir heute leider wieder gesehen haben. Nicht von mir, nicht von mir. Ja? Obwohl, ich habe noch ein paar Turns. Wer sich jetzt fragt, was die Konkurrenz des Dunlop Sportsmart TT ist, das ist unter anderem der Pirelli Rosso Corsa. Nicht der Super Corsa SP, interessanterweise, sondern der Rosso Corsa. Hätte ich so nicht erwartet, ich glaube die anderen auch nicht, weil ich schätze den jetzt im ersten Moment ein bisschen sportlicher ein, ein bisschen supersportlicher, rennstreckenorientiert. Im Endeffekt ist es auch so, dass dieser Reifen von der Straße auf die Rennstrecke gekommen ist und dass die Entwicklungen, die hier teilweise eingeflossen sind, in die noch schnelleren, noch sportlicheren Reifen hinauffließen. Also nicht nach unten sickern, sondern sich nach oben begeben. Da sieht man ungefähr, wo dieser Anspruch war von dem Sportsmart TT. Und deswegen hätte ich ihn jetzt im ersten Moment nicht unbedingt mit dem Rosso Corsa verglichen. Aber ein direkter Vergleich wäre natürlich auch sehr interessant. Gleiche Motorräder, unterschiedliche Reifen. Vielleicht kriegen wir das dieses Jahr noch hin. Man muss natürlich den Reifen immer mit anderen Produkten direkt vergleichen, weil sonst ist es ganz schwer, das aus der Erinnerung zu holen. Neue Strecke, anderer Asphalt, teilweise unbekannte Motorräder. Und da kann man noch nicht so definitive Aussagen treffen. Aber bis jetzt war es für mich ein großartiger Tag mit allen Motorrädern. Das ist ja auch schon mal eine hohe Leistung, die ein Reifen bringen kann. Und vor allem für mich ganz stark spürbar war eben dieses Feedback. Ich bin noch nicht so die maximalen Schräglagen gefahren. Ich habe es noch nicht ausgereizt, muss ich sagen. Aber was das Feedback betrifft und einfach die Steifigkeit dieser Karkasse, das gibt mir ein irrsinnig gutes Gefühl. Ich hasse nichts mehr, als wenn dieser Reifen so ein Eigenleben entwickelt. Und das tun sie teilweise, weil sie auf der Straße einen Restkomfort bieten müssen. Und der ist aber dann schon spürbar Richtung Rennstrecke orientiert. Also würde ich euch nochmal empfehlen, überlegt euch, was sind eure Ansprüche, wie fährt ihr, wo fährt ihr, wie viele Tage am Ring, wie viele Tage auf der Straße. Mir entspricht der am meisten, weil ich bin nämlich genau privat jetzt sozusagen 5, 6 Mal auf der Rennstrecke, und genau das wäre meiner Meinung nach der Reifen für mich. Nassgrip interessiert mich nicht, hat er natürlich auch einen gewissen, aber ist nicht die Präferenz natürlich. Wie gesagt, interessiert eigentlich niemanden. Und einfach auf dem Trockenen, einen schönen Wetterfahrer, das wäre mein Reifen. Frage ist, ist es eurer?
Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Nicht bis zum nächsten Mal. Schenkt mir noch ein letztes Daumen hoch. Und schaut euch vielleicht den Ninja 400 Test an. Da war nämlich dieser Reifen auch montiert in 140 und 150. Ganz interessante Sache. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.